Zuerst muss ich den Bügel aufmachen von der Rolle. Genau, so war das. Dann nehme ich ein bisschen Schnur runter. Nicht so viel. Und jetzt kann ich das Ding zusammenbauen. Auseinanderschieben. Digga, mein Streamingzimmer ist zu klein dafür. Ah, ich habe meine Lampe getroffen. So! Das ist nicht schön. Füge wieder zu. Ich habe schon die erste Perücke drin, das sehe ich gerade. Oh, das ist nicht gut. Egal, ist ja nur fürs Video. Ja, herzlich willkommen zu meinem kleinen Angespielt von Call of the Wild, The Angler. Aufpassen, The Angler, nicht The Angler, wegen dem Vokal nach dem Artikel. Egal. Wir schauen uns das Game heute mal an. Ich bin kein großer Angelfreund. Ich habe mal Russian Fishing gestreamt. Das war zwar echt cool, weil die Community da sehr aktiv und sehr spendabel war. Ich habe, glaube ich, nach dem ersten Stream hatte ich einen Haufen Angeln von der Community geschenkt bekommen und so. Aber im Großen und Ganzen hat mich das Spiel nicht so gecatcht. Wir gucken heute mal, weil Call of the Wild ist ja natürlich eine Marke, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also, wem sonst, wenn nicht mir? Also, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir schauen uns das Ding an. Vielleicht bringt mich das Game tatsächlich so in die Angelschiene. Wir gucken mal. Wir sliden mal rein. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Call of the Wild, The Angler. Und damit, let's go. So, am Anfang muss man natürlich Tutorial machen, wie in jedem Spiel. Ich habe aber schon den Fehler gemacht, dass ich so ein bisschen für die Aufnahme jetzt versucht habe, so ein bisschen was wegzuklicken. Und ich habe meine Charaktereinstellung weggeklickt. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich glaube zumindest, dass ich es nicht ändern kann. Falls ihr da eine Möglichkeit wisst oder sowas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde gerne meinen Charakter anpassen wollen. Also, weil ja auch gerade dieser Fotomodus ein großer Teil des Spiels ist. Also, dass man sich da irgendwie so hinstellt mit dem Fisch und da so post, ne? Bewege dich zum Steg. I see you've brought your own rod. You can't get anywhere if you don't take it out. So, you do the honors. Nimm die Route heraus, drücke 1, um deine Route auszurüsten. Wirf deine Route. Halte Linksklick gedrückt und bewege die Maus nach vorne und hinten. Bewege anschließend. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay. Das ist ja witzig. Das ist mit der Maus ein bisschen tricky, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das muss man üben. Dieses Auswerfen mit der Maus ist gar nicht so einfach. Ich habe heute den Lasi beobachtet im Stream. Das ist jemand aus meinem Stream-Team auf Twitch. Und der hat mit Controller gespielt. Weiß nicht, ob das einfacher ist. Fange einen Fisch. Wirf deine Route. Okay. Ich werf mal da lang. Weil da hinten springt irgendwas. Okay, wenn ich das geworfen kriege. Ja, toll. Top. Warte, bis sich ein Fisch nähert, etwas knabbert und dann anbeißt. Sobald sich... Schlag an. Okay, jetzt haben wir angeschlagen. Jetzt können wir einholen. Oh! Der erste Fisch, der kommt raus. Das wird bestimmt ein sehr kleiner sein, so wie es jetzt aussieht. Ich bin eine hübsche Frau. Doch. Gefällt mir. Hey, das kann sich sehen lassen. Finde ich gut. Ich glaube, davon mache ich einen Screenshot. Achso, falls ihr euch dann die Screenshots von den geangelten Sachen nochmal anschauen wollt, mein Discord-Channel ist unten in der Videobeschreibung, also zumindest der Link dafür. Und ich werde sicherlich in meinem Discord-Channel jetzt ein Channel geangeltes reinhauen, weil ich habe sonst immer erlegtes drin, wegen Call of the Wild und The Hunter und Way of the Hunter. Aber ich mache da noch geangeltes rein. Und dann könnt ihr euch genau das hier nochmal angucken. Ne? Könnt ihr euch nochmal angucken. Wir warten. Vielleicht kommt ja da ein Fisch irgendwann. Oh, guck mal, hier vorne ist einer. Vielleicht geht er gleich an unseren Haken ran. Ah, zu früh, zu früh. Zu früh. Jetzt haben wir ihn.
Jetzt, Harmon, jetzt, da ist er. Da holen wir ihn raus. Schönes Ding. Sehr klein, aber schön. Jungfisch. Ich weiß nicht, ob der jetzt schwerer ist als der andere. Das müssen wir uns mal merken. 0,41 Kilogramm und Länge 17 Zentimeter. Ja. Okay, neuer Bestrang. Auf jeden Fall war der besser als der andere, würde ich jetzt mal behaupten. Besteige den Aussichtsturm und überblicke das. Oh. Ich bin ins Wasser gefallen. Lol. Okay, man darf anscheinend nicht ins Wasser fallen. Gut, gut zu wissen. Aber wir nehmen jetzt den Aussichtsturm. Das ist ja wie in The Hunter. Geil. Ja gut, ich würde gerne die Vögel da oben schießen. Darf ich das? Gibt es hier auch Rehe? Nächste Quest trifft die Ladenbesitzerin. Das machen wir auch gleich mal. Gehört ja alles mit zum Tutorial. Es wird mir wahrscheinlich erklärt, was man in den einzelnen Läden alles kaufen kann und wie das funktioniert und so. Top. Man ist ja sehr schnell unterwegs. Also man rennt echt schnell. Finde ich gut. Das gab es halt in The Hunter auch nie. Wirklich Charaktere, also NPCs, die wirklich dastehen, mit denen du sprechen kannst. Hol dir den kostenlosen Köder, betritt den Laden und hol dir den Köder. Okay. Kunstköder. Köder. Da. Brot. Im Rucksack. Okay, kaufen. Rüste den Köder aus. Wenn du deine Route ausgerüstet hast, drücke Q, um das Schnellmenü zu öffnen. Okay, jetzt haben wir den Köder dran. Top. Rot. Begib dich zum Steg. Ah, okay. Machen wir das mal. Jetzt, da ist einer dran, da ist einer dran. Oh, okay. Ja, der nimmt schon echt viel Schnurspannung hier. Es wird sehr rot hinter mir. Ihr seht das nicht, ne? Aber ich glaube, er kann nicht mehr. Oh, guck mal, der ist ja schon ein bisschen größer. Guck mal, 481 Punktzahl. Vorher hatten wir irgendwie 280, ne? Der hat 0,6 Kilogramm und 20 Zentimeter Länge. Nicht schlecht. Forellenbarsch. Silber. Silber. Guck mal, wir haben Silberfisch geangelt, ne? Top. Okay, now. Pump it. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Bronze, okay. Diesmal kein Silberfisch, sondern Bronze. Ja, okay. Levelt nur meine Ausrüstung anscheinend. Wieder Bronze. Alles mit den Pumpen. Also ich muss anscheinend, also er nimmt das nur einmal pro Fisch, dieses Pumpen. Okay, verstehe. Ja, da kommt einer. Ja, komm her, komm. Weiß an. Komm schon. So. Sehr schön. Auch wieder Bronze. Okay. Also den Silberfisch konnten wir bis jetzt noch nicht toppen. Also ich habe schon viele gehört, die haben gesagt, das Spiel ist nicht so komplex wie die anderen Angelspiele. Es ist noch sehr einfach aufgebaut. Aber ihr müsst auch bedenken, erstmal ist es ein Open-World-Angelspiel, was es vorher halt noch nie so in der Art gab. Und dann ist es immer noch ein Call of the Wild. Also es wird auf jeden Fall mit Maps, mit neuen Fischen, es wird auf jeden Fall geupdatet. Und vor allem auch mit neuer Ausrüstung.
Also, dass es vielleicht jetzt so unkomplex wirkt, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass das Spiel auch erst rauskam. Ja. Und ich finde es gut, beziehungsweise habe ich damit als Angelspiel-Anfänger die besseren Chancen für den Einstieg. Also ich finde es gut, Falls ihr auch so ein bisschen ins Angelgame reinkommen wollt, finde ich das ein sehr, sehr schönes Spiel zum Reinkommen. Okay, ich mache jetzt erstmal den Boot-Crash-Course, dazu soll ich den Steg besuchen. Also finde nur ich, dass das Wasser irgendwie komisch aussieht. Also ich sag mal dazu, ich habe alles auf Ultra gestellt. Aber irgendwie sieht das Wasser komisch aus, oder? Schreibt mal bitte in den Kommentaren, ob bei euch das Wasser auch komisch aussieht. Und wenn nicht, was habt ihr eingestellt? Warum sieht das bei mir so aus? Okay, es ist Bremse, ja, WASD, okay, verstehe, cool. Ja, das fetzt doch. Schön mit dem Boot hier langheizen. Top. Da haben wir. Okay. Jetzt sieht aber heftig. Zumindest für die Angel hier. Hab so ein bisschen Angst, dass die Sehne reißt hier. Jetzt hat er aufgegeben. Okay. So, der nächste silberne Forellenbarsch. Ja, schön. 610 Gramm und 21 Zentimeter. Top. Heißt das hier, dass wir die Angel jetzt fertig gelevelt haben? Oder was heißt das? Da ist einer. Der scheint groß zu sein. Der reagiert sich ja schon an der Bremse ab. Digga. Ey. Wie soll ich denn da die Bremse einstellen? Da ist ja sofort Zug drauf. Leine gerissen. Der war einfach zu fett für meine Angel. War einfach zu fett. Haben wir denn da geangelt? Regenbogenforelle Jungfisch. Okay, also eine sehr, sehr kleine Regenbogenforelle. Aber immerhin haben wir was geangelt. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Bergfehlchen. Bronze. Okay, er ist aber sehr, sehr klein. Ist sehr, sehr klein. Naja, was soll's. Ja, beiß an. Ja, komm schon. Da, Mann.
Ja, beruhig dich. Okay. Könnte bis jetzt der größte sein, den wir rausgezogen haben. Das ist doch schon mal ein Fisch, der sich lohnt, in die Bratpfanne zu werfen. Der lohnt sich doch mal, in die Bratpfanne zu werfen. Das ist doch ein nicer Fisch. Machen wir mal einen Screenshot von. Sehr nice. Gab auch ordentlich Punkte. Gab auch ein bisschen was an Kohle. Finde ich gut. Ey! Geht das irgendwie anders? Kann man irgendwie umstellen, dass man immer nicht, also dass man so komisch werfen muss? Ja. Ich möchte bitte, dass ich nur eine Taste drücken muss, um zu werfen. Das ist doch nice. Hier von wegen hin und her und bla bla bla. Habt ihr das gesehen, wie ich das gemacht habe? Ihr geht im Prinzip auf Optionen. Dann auf Zugänglichkeit und da könnt ihr den einfachen Wurf aktivieren. Mega nice. Ja, der ist auch wieder zu heftig. Ja, der nimmt zu viel Schnur schon wieder. Nee. Nee. Mann. Das ist auch belastend mit der Anfangsangel, dass du halt, ja, die meisten Fische gar nicht fangen kannst. Schwierig. Ja, okay. Wir haben einen Ersteindruck vom Spiel, so ein bisschen. Also, es ist sehr arcade-lastig. Es ist nicht so komplex wie Russian Fishing, was ich bis jetzt schon gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist teilweise aber auch schwer mit der Anfangsangel wirklich was rauszuziehen. Also gerade jetzt, wenn es abends wird, vielleicht sind die Fische auch abends nicht so aktiv. Zumindest die Anfängerfische. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Das muss ich testen. Auf jeden Fall ja, wird es die Tage den ein oder anderen Stream zu dem Game geben. Und es wird das ein oder andere YouTube-Video geben. Also das wird hier nicht das letzte Video sein. Und ja, ich bin erstmal sehr angetan von der Anfängerfreundlichkeit vom Spiel. Weiß aber immer noch nicht, ob es wirklich das Richtige für mich ist. Und ob ich nicht beim Jagen bleibe. Und ob ich nicht vielleicht Angeln ja sehr weit von mir wegschiebe. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich gucke mir das auf jeden Fall noch ein paar Mal an. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ansonsten, ja, macht's gut und viel Spaß beim Angeln. Ciao.